Ja, komm, eine Runde schaffen wir noch. Ziehen wir durch. Ziehen wir durch. Was hat man da eigentlich versucht? So neue Parts. Ich bin aktuell dabei, Android 10 drauf zu spielen und ich habe gerade das Backup runtergezogen und das Handy geleert. Neue Parts, Scribble.io mit Modi, mit Zwergenfürst, mit Prof und mit Ninlein. Ja! Scribble.io mit dem 5.5 Discord. Wir sind zu viert immer noch und wir spielen die dritte Runde. Dritte Part. Scribble.io. Let's go. Willkommen zurück. Zum Henker ist what's das. This? What's this? Es ist das Einfache. Ah. Ich hatte vorhin Koralle. Das hätte ich auch nehmen können. Ja, das ist doch viel Untergrund gezeigt. Prof ist wine, gewonnen. Prof ist wine, no. War das Englisch oder ein Schlaganfall? Ja, ein Schlaganfall. Fertig. Kannst nochmal versuchen, ein bisschen besser zu zeichnen. Aha. Sag ich doch Butter. Jetzt nicht Butter. Aber du kannst gerne Butter drauf tun, wenn du willst. Aha. Mit A als zweiter Buchstabe. Was zum... Sack. Nee, nee. Mach mal kurz den. AI. Ich häng grad so, ich steh grad völlig auf dem Schnauch. Was zum Henker? Ja! Ja! Nice! Dann hättest du mal einen Kolben malen sollen. Hättest du mal einen Kolben malen müssen. Wäre langweilig. Ja, stimmt. Mir hätten Kolben gefehlt. So, ich hab was ganz Schwieriges, ne? Eigentlich könnte es auch leicht sein. Es könnte auch leicht sein. Was? So. Eigentlich kann man es gar nicht. Eigentlich könnte ich das Bild leer lassen. Man kann es eigentlich nicht wirklich malen. So, hier. Ja, nix ist nicht ganz richtig. Aber kommt dem schon ziemlich nah. Ah. Ja. Ja, ich verstehe. Ja, was soll ich sonst noch dazu malen? Vielleicht grün oder rot oder... Hier male ich noch was hin. Guck mal, das ist schwierig, hier noch... ein Wort zwischen Luft und... Hier ist noch, da ist ein... Rauch, ein anderes Wort dafür halt zu finden. Das Neck drunter, da strömt's raus. So ein anderes Wort. Der Kuharsch, den du da gezeichnet hast. Au! Das. Ich hab meinen Subwoofer getreten. Ah! Oh nein! Oh nein. Prof ist verwundet. Wir brauchen einen Arzt, wir haben einen Verwundeten. Wir haben einen Verwundeten hier. Er stirbt. Nee, nur mein kleiner Zeh. Ach, mach dir nicht drauf, ich hab's geschafft, mir den Zehnagel komplett zu spalten am kleinen Zeh. Jo. Ich weiß nicht mal wie. Ah, mein Zehennagel wächst so dumm, da kommt's gar nicht dazu. Ich hau mir einfach nur den Zeh an. Schon den Knochen, bevor es überhaupt am Nagel vorbeikommt. Ich hatte meinen komplett blutigen Zeh. Das hat irgendwie. Das ja, war durch, ich auch schon das war durch der mittlere Zeh und ich wusste nicht. Ich hatte keine Idee, wo ich mir den gestoßen haben sollte. Irgendwas muss mir. Ich hab den. Ich hatte auf einmal einen komplett blutigen Zeh. Das ist ich. Nicht, dass ich es bemerkt hätte oder so. Das war halt einfach irgendwie auf einmal Blut. Tresor hat schon jemand geschrieben. Ah, verdammt! Ich hab aus Versehen die Management-Konsole von Chrome geöffnet, statt zu tippen. Oh, Tresorraum. Bin ich auf den Raum gekommen? Das ist doch ein Raum, oder? So. Ninlein vs. Loom. Ich muss meinen Buchstaben wegmachen und haut aus Versehen auf F12. Oh nein. Solange du nicht aus Versehen Alt F4 drückst. Das passiert nur ganz selten. Tschüss. Weg.
Typen. Nice. Oh. Sven hat's gewusst. Ich hing die ganze Zeit jetzt gerade auf Fritteuse. Ich auch. Das kannst du unter Umständen damit befördern. War das gerade ein Rülpser? Das war, glaube ich, alles. So. Gut. Was wird es wohl sein? Wir wissen es nicht. Weil es auch super reinpasst. Gut. Jetzt das Ganze ein bisschen größer. Es ist... Oh, es ist ein Autositz. Mache ich einen Pfeil rein oder nicht? Natürlich nicht. Nee. La-tra-ta-ta-ta-ta. Anschnallgurt ist nah dran, aber falsch. Natürlich. Nice. Ja, ich bin raus. Na komm. Sicherheit! Ja, auf sowas kommt nicht. Sicherheitsgurt. Der kennt sich nicht aus mit Sicherheit. Ja, doch, aber wir uns. Das ist jetzt zu gut. Das ist jetzt also. Er braucht keinen Anschnallgurt. Bei uns Männern wird noch gestorben. Was? So. Ja, wir kleben uns mit doppelseitigem Klebeband fest, das passt. Das ist jetzt ein zu tolles Wort. Besonders, weil doppelseitiges Klebeband da irgendwie nicht so viel bringt. So. Ah, ich sehe, du hast doch nie das Fasertape benutzt. Der hat keinen Hals. Fasertape ist nicht das doppelseitige. Es gibt doppelseitiges mit Faser. Und wir haben das in der Firma einmal benutzt. Wir mussten eine Brechstange holen, um das Ding da wieder wegzukriegen. Und es hat nicht funktioniert. Es sind nur ein paar kleine Haarhärchen. Es ist ja nur so ein bisschen. Deswegen auch ein tolles Wort. Ein sehr tolles Wort. Ja, ja. Das ist ja schön. Modi, da kommst du drauf. Modi. Hat noch mit dir zu tun. Na toll. Modi. Ja. Sehr gut, mit den leeren Augen. Keine Krone. Oh, hey. Wie sieht das Symbol nochmal aus? Moment. Okay. Modi, hast du da vorhin einen Politiker der CDU gemalt? Hast du Politiker der CDU hingeschrieben? Modi. Ja, der dämliche leere Blick. Wir haben nochmal zu reden. Das ist. Oh mein fucking Gott. Nee. Was zum Henker? So, Moment. Ich hoffe, man kann es erkennen, theoretisch. Ja, kann man. Gott sei Dank. Was ist denn das? Andere hätte ich nämlich nicht malen können. Yes. Nee, Jamaika ist mit Schwarz mit drin. Jamaika wäre noch schwarz mit drin. So, eine Farbe fehlt noch, natürlich. Aber egal. Ja, hol ich gerade. Das heißt aber jetzt anders und hat ein anderes Logo. Was? Wieso soll das anders heißen? Hat das jetzt nicht. Bei mir nicht. Das? Ich habe mein Chrome seit Jahren nicht geupdatet. Das hat doch jetzt selten ein Update, heißt das jetzt anders. Das heißt doch jetzt anders, das war doch jetzt hier. Was? Und ich habe den PC vor einem Vierteljahr aufgesetzt. Ach, ich glaube, er meint Edge. Ich glaube, ja, das meine ich. Ja. Edge ist immer noch scheiße. Auch wenn es mittlerweile im Endeffekt eigentlich ein Chrome ist. Ninlein hat braune Haare. Ninlein hat braune Haare. Sie haben es halt trotzdem geschafft, noch so viel wieder einzubauen, dass es wieder scheiße wird. Ganz genau. Ich benutze es einmal und dann denke ich mir, wie kann ich das machen? Nice. Sehr gut. Sehr tolles Wort. Na, Prof, da kommst du drauf. Na, fast.
Ist eigentlich schon richtig. Ist schon richtig. Ist schon. Ist eigentlich schon. Es geht darum, dass es. Nicht verraten, nein. Die 6 Sekunden muss er noch aussetzen. Ich trinke was. Monobrauer. Ihr habt vielleicht die Lösung, aber ich bin jetzt hydriert. Tja. Ich sollte auch mal was trinken. Da bin ich schon die ganze Zeit mit bei. Warum ist deine erste Reaktion bei rund und rot Hoden? Solltest du vielleicht zum Arzt gehen? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Wäre vielleicht nicht schlecht. Mit M. Aha. Ja! 2 Gigahertz. Tja, ist praktisch, wenn man das früher geguckt hat. Mein Gott. Ich werde eure Seele essen! Ich muss jetzt gerade wieder an Michael Reeves denken. Mit Trigger Me Elmo. Ja, das sieht immer so gut. Ja. ein Chinese, dann muss ich wohl die Katze wieder einsperren. So. Diesmal nicht. Die sieht ein bisschen anders aus. Das ist. Und der hat hier noch so ein bisschen. Das ist überall. Was meine ich mit der anderen Farbe malen? So ein bisschen. Tja, wow, Mann, vom Supersaufen. Und der hat die ganze Zeit überall hier. Ich hab die ganze Zeit jetzt gerade Tattoos gedacht. Nee, der ist dreckig. Ich hatte gerade voll Tattel im Kopf. Vielleicht ist der ja auch dreckig. Ich mach erstmal das wichtige Moment. Ich weiß aber nicht, ob die so aussehen. Und das ist peinlich für mich, ich weiß. Und das schneidest du nicht raus. Nein. Das kommt bei mir. Das kommt bei mir ins Video. So, prinzipiell. Was zum? Der Kopf ist vielleicht etwas sehr klein. Was zum? Irgendwie mit S. Und das, ich habe keine Ahnung, ich bin komplett am Ende jetzt gerade wieder. Das stimmt schon mal. Scheiße. Tschüss. Ja. Ja, gut. Lederhose. Ja, ich. Na ja, gut, die sehen ein bisschen anders aus. Da hättest du wenigstens noch das weiße Blümchen draufzeichnen können. Ja, schön. Ich trag die Dinger halt nie. Du bist doch ein Bayer. Zeit. Du bist doch ein Bayer, da musst du doch hier. Kommst du aus Bayern. Das doch zur Tageskleidung. Ich hab das letzte Mal. Das ist. In Bayern gibt's keine Jogginghosen, da gibt's nur Lederhosen. Du bist Bayer und weißt nicht, wie eine Lederhose aussieht. Das ist doch hier. Ich bin nicht so da tief wirst in Bayern. Du wirst rausgeschmissen. Vielleicht kommt Seehofer vorbei und verprügelt dich. Zur Landesgrenze. Zu Fuß. Trotzdem. Was zum...
Da. Ich weiß ja nicht, aber wenn deine Hoden ringförmig sind, würde ich zum Arzt gehen. Ja. Und haarige Wurst, da würde ich auch mal zum Arzt gehen. Weißt du nicht, was du isst? Ach, da ist die Katze. Was? Ja, Mist, aber. Also, wir hatten mal einen. Ich weiß nicht, wo die gelandet ist. Irgendwann war es weg. Ah, okay, ich hab's. Oh. Ah, sehr gut. Ich muss erst mal lange drüber nachdenken. Ja, ich auch. Der Kranz störte da gerade. Ich muss ihn gerade bis in irgendwann. Das hättest du auch Harry Potter auf dem Besen noch dahinter malen können, dann wäre es eindeutig gewesen. Aha. Wobei. Denn schon. Ah. Okay, ich bin jetzt zu faul, die Farbe zu wechseln. Und sehr lange Arm. Aha. Oh. Ja, okay. Nice. Juhu. Ich mag den Arm. Oh, ich bin wieder. Ei, ei, ei. Es ist Zeit für Lego, Legolas. Au, au, au. Na komm, das kriegt er hin. Oh. Nicht im fucking Ernst. Dieser Weißies. Wäre auch traurig, wenn nicht. Ist ein paar Folgen her, aber. Tja. Wollte mich verkackt, aber diesmal ging's mit. Wieder blamieren. Fuck, ich blamier mich gerade wieder, wirklich. Scheiße. Das wird nicht rausgeschnitten. Nein, wird es nicht. Nein. Bei mir erst recht nicht. Leben rausschneiden, was? Mordi, go! Ah, ja, okay. Ich war doch Mordi, go! Go, Mordi, go! Was zum... Ich is... ein paar Striche weg und du hast ein Hakenkreuz. Was? Ja, genau das ist es. Ein blaues. Das ist ein AfDler Hakenkreuz. Ich muss jetzt gerade wieder an Song aus dem neuen Ärzte-Album denken. Was ist das? Was würde ich gerade malen? Im neuen Ärzte-Song wird dann auch so gesagt zu einem Ex-Nazi so und jetzt hat sie nur noch ein Fenster-Tattoo. So, Moment. Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer noch keine Ahnung. Wirklich? Bayern. Wie gesagt, ich habe mich sehr blamiert gerade. Ja. Es wird trotzdem nicht rausgeschnitten. Die Rauten stehen, okay? Es wird nicht rausgeschnitten. Nee, wird auch nicht. Ihr seid nur Idioten. Hey, ich hab's erraten. Du bist hier der Idiot, der es nicht malen konnte. Du konntest es nicht malen. Ich bin unbegabt. So. Oh, außerdem, Fun Fact. Bayern München hat zu Werder Bremen anscheinend 1:1 gespielt heute. Juckt mich nicht. Keine Ahnung, mir egal. Bin kein Fußballgucker. Bin absolut kein Fußballgucker. Ich auch nicht. Ich habe in meinem Leben ein Fußballspiel gesehen und das war das eine, wo Deutschland in der WM gewonnen hat. Ja, wie heißt der Schwanz einer Ente? Bürzel, aber das habe ich halt schon gemacht. Das ist scheinbar falsch. Das weiß ich noch aus den guten alten Donald Duck Comics. Oder ist eine Gans, wie heißt der? Ich werde dazu nichts sagen und ich werde einfach was trinken.
Als ob du da eine Ente malst. Als ob du da eine Ente malst. Das ist dieses wundervolle Wort und nutzt die Möglichkeit, dafür eine Ente zu malen. Dann fangen wir mal hier an. Ach ja, das hat alles noch nichts mit der eigentlichen Sache zu tun. Aber... Oh mein fucking... Okay, jetzt lass ich's. Was? Verdammt! Nein! Lass es nicht. Ich komm nicht drauf. Jetzt musst du da drauf kommen, es ist rot! Was macht man mit einem roten Ding in einem Topf? Vor allem, was ist das rote Ding im Topf? Ha! Ja. Nice. Oh, das ist, dass zwei von euch drauf kommen, nur mit dem Topf, ist so geil. Das krieg ich nicht hin. Was kommt bei dem Topf? So? Und Hummer. Ja, die wow. Verwohnten. Die das verwohnten ist, Kleinen. Ihr seid echt verwöhnt, genau. Das ist. Tja, die Jugend heutzutage. Ich hatte heute nur drei Fertigpizzen. Wenn da kein Hummer in der Lunchbox ist, dann kann ich diesen Schultag nicht durchstehen. Was? So. Ja, alles klar. Och, was? Ich kriege kein Signal, ich kriege kein Trinkpäckchen mit Kaviar. Was? So, da erkennt man es vielleicht. Ja. Oh, okay. Das akzeptiere ich mal so. Ganz genau, dieses Geräusch könnte er machen. Das könnte von ihm kommen. Sehr lange, bis er es irgendwann nicht mehr macht. Ja. Na komm, das ist doch. Das kann man doch. Ach, das er hatte ich jetzt nicht im Kopf. Ich auch nicht. Ich hab nur mit vier. Ach, hat bei mir aufgehört. Gut, das ist jetzt wieder was sehr, sehr Schweres. Moment. Ah, falsches Ding. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Das passt nicht rein. Nice! Hey! Der Kapitalist kennt sich aus. Komm schon! Na, Prof! Na, komm! Professent! Was gibt's da noch? Na, komm! Ja, also. Und Ninlein hat schon wieder gewonnen. Die ist einfach unbesiegbar. Ninlein ist die. Wir kennen es ja noch aus Stickfight oder wie das Spiel hieß. Ninlein. Ja oder nicht? Die Ninlein ist einfach. Ja. Alte Cheaterin. Bitte nicht. Du cheatest nicht, du betrügst nur, was? Sie hat bestimmt den Dude neben sich liegen. Mensch, ey. Das ist auch wie hilft bei so Zeichnung. Gut. Na dann. War mal wieder sehr schön. Dann habt ihr noch einen angenehmen fristigen Tag, schaut bei den anderen vorbei. Bloß beim Prof nicht, bei dem kommt nichts. Ja. So ist das. So, und ja, na dann. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Wenn hier jemand guckt bei mir vorbei. Der wird sofort gebannt von nicht vorhandenem Content. Und Podcast hören nicht vergessen. Mit Zweige und mit Modi, da kommt am Sonntag wieder wahrscheinlich eine Folge raus, je nachdem wann das hier veröffentlicht wird. Gut. Na dann. War schön mal wieder zu viert zu spielen, das ist ja mittlerweile eine Seltenheit. Und dass wir mal wieder eine Aufnahme zusammenbekommen haben, das ist jetzt auch mal
Gut, dann vielleicht kriegen wir im Dezember nochmal eine Aufnahme hin. Oh jo, mal kügeln. Ansonsten. Nicht. Ansonsten dann im neuen Jahr. Mal schauen, mal schauen. 2020 ist bald vorbei. Tja, und dann geht's in 2021 genauso scheiße weiter. Ja. Entweder es wird besser oder es endet einfach alles. Na, hoffen wir es. Also, Es wäre eine Verbesserung. Erst verbessert sich und dann sind wir alle tot. Gut, in diesem Sinne, bis dann und ciao. Mit diesen motivierenden Worten verabschieden wir uns. Jeder wird irgendwann sterben. Endlich! Es wird auch Zeit! Was? Ja. In diesem Sinne. Sehr positiv. Sehr positiv.